Dann die Frage an Sie zurückgestellt. Gibt es denn jetzt noch von Ihrer Seite aus Fragen? Dann dürfen Sie die gerne jetzt einfach in diese Session stellen. Sie dürfen sie in den Chat reinposten. Sie dürfen eine E-Mail schreiben. Sie dürfen am 24.11. nochmal uns besuchen, direkt am HHZ in einer Online-Session und da Ihre Fragen loswerden. Also das sind alles Dinge, die Sie jetzt tun können. Demzufolge gebe ich jetzt einfach mal auch Gelegenheit, dass sie hier Fragen stellen kann, auch gerne an unsere Studierenden, die darüber Auskunft geben können. Dann hätte ich eine Frage vielleicht an die Studierenden. Wenn man jetzt diese so eine 20 Stunden Werkstudententätigkeit macht, braucht das Studium dann trotzdem 3 Semester oder dann eher 4? Also ich habe zufälligerweise auch die 20 Stunden Werkstudententätigkeit. Ja, also nee, also man muss es nicht verlängern, sage ich mal. Es ist wirklich, es geht. Klar, ein Studium ist immer natürlich Aufwand, aber man kann es auf jeden Fall in 3 Semestern durchziehen. Also ich bin auch voll im Plan. Deswegen hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt auch natürlich Kommilitonen, die diesen arbeiten Vollzeit und bei denen funktioniert es genauso in den 3 Semester. Also deswegen hätte ich gesagt, auf jeden Fall kann man es in 3 Semestern schaffen. Alles klar, Dankeschön. Ja, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ja, wunderbar. Weitere Fragen? Also, ja, wie gesagt, vielleicht nochmal der Hinweis. Ich glaube, das kam auch bei den Studierenden raus. Natürlich stellt eine Berufstätigkeit eine entsprechende Belastung dar, aber wir versuchen das natürlich auch, dass Sie die Tätigkeit und die Studiertätigkeit miteinander verknüpfen können, sodass Sie also nicht immer eine Doppelbelastung haben, sondern dass Sie sagen können, wenn es halt eine Fragestellung im Unternehmen gibt, ne, dass Sie die also zum Beispiel in Projekten einbringen können, dann arbeiten Sie quasi in zwei Programmen, nämlich einmal an Ihrer Berufstätigkeit und einmal an Ihrem Studium, parallel natürlich an einer und derselben Fragestellung. Also insbesondere mit Bosch glaube ich recht gut, die so Fragestellungen haben, wo unsere Studierenden dann halt auch entsprechend diese Fragestellung mit ins Studienprogramm bringen und sich da auch zum Beispiel bei Projekten Unterstützung von anderen Studierenden holen. Ne? Also das heißt, sie erleben sogar noch einen Produktivitätsboost unter Umständen. Okay, es gibt hier noch eine Frage im Chat. Ah ja, wunderbar, wird auch beantwortet. Genau, da vielleicht nochmal, möchte ich hier mal parallel noch eine Sache erwähnen, weil es kommt immer als Frage auf. Unsere Studierenden fragen immer quasi so den Hintergrund. Ne? Also kann ich mit einem Bachelorstudium in der Fachrichtung, kann ich da Digital Business Engineering studieren? Im Allgemeinen ja. Es gibt in der Zulassungsordnung so eine Liste an Bachelor-Programmnamen, die zur Zulassung für das Studium unmittelbar berechtigen. Jetzt ist es aber allerdings so, dass die Programme oder die Namen der Bachelor-Programme auch immer mal wieder sich verändern. Dadurch kann es halt passieren, dass Sie ein Bachelorstudium haben, was nicht auf dieser Liste steht. Das ist kein Problem, sondern das erfolgt dann durch eine sogenannte Einzelfallprüfung. Einzelfallprüfung heißt einfach nur, dass geschaut wird in Ihrem Transcript of Records oder beziehungsweise in Ihrem Zeugnis, ob Sie 15 ECTS Informatikanteile in Ihrem Bachelorprogramm hatten. Wenn das der Fall ist, ne, da machen wir einen Haken dran und dann werden Sie auch für das Studienprogramm zugelassen. Wenn Sie jetzt unsicher sind, ob Sie das erfüllen, ne, kein Problem. Auch da schreiben Sie mir einfach eine E-Mail, denn neben Studiendekan, neben Prüfungsbeauftragter bin ich auch noch Vorsitzender der Auswahlkommission für das Studienprogramm und kann so eine Vorabprüfung für Sie durchführen. Das heißt also, ich kann schauen, ne, sind eigentlich diese Zulassungsvoraussetzungen tatsächlich auch formaler Art und Weise erfüllt. Also das ist ja auch der Vorteil vielleicht hier in meiner Person, dass ich dann heute hier dabei bin. Also dadurch, dass ich verschiedene Rollen in diesem Studienprogramm habe, können Sie natürlich mit jeder Art von Frage auf mich zukommen. Und meiner Erfahrung nach ist es so, dass insbesondere viele Fragen doch
verschiedene Gebiete auch berühren. Also Gebiete der Zulassung, Gebiete von irgendwelchen prüfungsrechtlichen Fragen, aber auch Gebiete für das Studium allgemein. Und da haben Sie in mir sozusagen denjenigen, der all diese Rollen integriert und Ihnen da auch fachgerecht, also auch mit dem Überblickswissen und den Auswirkungen auf das Studium dann halt auch entsprechend Antwort geben kann. Wenn ich mal zu Ende mit meinem Latein bin, hole ich mir natürlich auch die Profis ran. Das heißt also, verweise Sie entweder an weitere Professoren, an Mitarbeiter oder auch gerne kann ich Kontakt zu Studierenden herstellen, falls Sie da also zum Beispiel Fragen haben, wie läuft so eine Studienorganisation, dann kann ich da auch gerne mal vermitteln, sodass Sie da also in einer 1:1 Informationsaustausch da unsere Studierenden auch ausquetschen dürfen. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Wie viele Studierende gibt es denn so pro Semester ungefähr? Der Studiengang selber hat eine Kapazität von 25 Plätzen pro Semester. Das heißt, wir lassen in einem Jahr oder wir können in einem Jahr bis zu 50 Studierenden aufnehmen. Wir nehmen mehr auf, weil sich nämlich auch mehr bewerben. Vielleicht ganz kurz dazu muss man Einblick geben. Also bei uns bewerben sich, so im letzten Semester haben sich 85 Leute beworben. Und das ist so quasi der zweite Platz in der Bewerbungsanzahl in der Fakultät Informatik für Masterprogramme. Nur die Wirtschaftsinformatik hat noch mehr Bewerber. Allerdings hat die Wirtschaftsinformatik weniger Plätze, die haben nur 15 Plätze. Und dann lassen wir die Leute zu. Das ist also relativ kompetitiv, aber alle diejenigen, die gut sind, kriegen auch bei uns einen Studienplatz. Und zugelassen haben wir im letzten Semester oder beziehungsweise im letzten Semester sind 30 Leute oder ich glaube 29 sind, weil eine Frau ist jetzt in Elternzeit, aber also 30 Leute sind immatrikuliert worden. Das heißt, wir gehen ein bisschen über diese Grenze drüber, weil wir auch sehen, dass viele Leute sich für das Studienprogramm interessieren. Und das ist auch in etwa die Zahl, also letztes Semester, im Sommersemester waren es, glaube ich, sogar 32 Studierende, die neu angefangen haben. Dieses Semester sind es jetzt 30 Studierende. Wir erwarten also um die Drehe 30 herum, die dann tatsächlich auch bei uns das Studium anfangen. So, die Bewerberzahlen gehen allerdings nach oben. Das heißt also 80 und mehr Studierende oder Interessierende bewerben sich bei uns. 30 fangen an pro Semester. Das ist also ein bisschen mehr, als wir Kapazität haben. Das heißt, wir gehen so ein bisschen über die Kapazität hinaus, um diesen Anspruch oder diesen Ansturm auch so ein bisschen gerecht zu werden. Hallo Herr Decker, ich habe noch eine Frage. Vielen Dank erstmal für den Einblick. Wann sollte ich denn Digital Business Engineering studieren und wann vielleicht eher Digital Business Management? Das kann man eigentlich hervorragend auseinanderdividieren. Ne? Also das Nummer eins, das sind zwei verschiedene Programme, die von verschiedenen Organisationen angeboten werden. Digital Business Management ist ein Weiterbildungsprogramm von der KfU und Digital Business Engineering ist ein konsekutives Masterprogramm der Hochschule Reutlingen. Es klingt jetzt irgendwie so, als wenn es keinen Unterschied gäbe, aber ein Weiterbildungsprogramm müssen Sie bezahlen. Ne? Das kostet 24.000 Euro insgesamt. Das ist das Digital Business Management und Digital Business Engineering kostet Sie den Semesterbeitrag pro Semester von ca. 180 Euro. So, also da haben Sie mal einen ganz quantitativen Unterschied zwischen den beiden. Es gibt allerdings auch inhaltlich eine kleine verschiedene Ausrichtung. Digital Business Management hat einen Anteil von 50% Informatik und 50% Wirtschaftswissenschaften in den Studieninhalten. Und Digital Business Engineering legt den Schwerpunkt mehr auf die Informatik. Wir haben 70% Informatikinhalte in den Modulen und nur 30% wirtschaftswissenschaftliche Inhalte. Also das sind mal so auch so grob die Unterschiede. Gemeinsamkeiten, beide Studienprogramme sind berufsbegleitend studierbar. Das heißt also, sowohl Digital Business Management ist berufsbegleitend studierbar durch Blogveranstaltungen wie auch Digital Business Engineering. Es gibt aber noch einen anderen Unterschied. In Digital Business Management werden nicht immer alle Module in jedem Semester angeboten, sondern da ist es wesentlich stärker getaktet, weil als Weiterbildungsprogramm zu dem Preis natürlich auch Firmen dahinter stehen, die da ihre High Potentials reinschicken. Bei Digital Business Engineering sind wir dann nicht unter diesem Zwang. Das heißt, wir können in jedem Semester alle Module anbieten und können damit höhere Flexibilität auch in den verschiedenen Hintergründen, die unsere Studierenden mitbringen, hier sicherstellen. Das sind also mal so ganz grob die Unterschiede, sowohl inhaltlich in der zeitlichen Organisation, wie auch, na, einfach gesagt, auch in den Kosten, die Sie dafür aufwenden müssen.
Okay, vielen Dank. Gerne können Sie die Frage auch nochmal quasi als Challenging-Frage am 24.11. stellen. Da wird der Alex Rossmann, der ist quasi der Studiendekan für das Digital Business Management Programm, wird da an dem Infotag mit dabei sein. Also, und da wird er nochmal ein bisschen was über Digital Business Management erzählen. Ich erzähle nochmal ein bisschen was über Digital Business Engineering. Da haben Sie den unmittelbaren Vergleich ausgedrückt durch die beiden Hauptverantwortlichen der Programme. Gut. Haben Sie noch Fragen? Gibt es denn sowas wie ein NC oder wie wird ausgewählt, welcher von den 86 Bewerbern ausgewählt wird? Also das Auswahlkriterium ist die Durchschnittsnote auf Ihrem Zeugnis oder auf Ihrem Transcript of Records, falls Sie bis zum Bewerbungszeitpunkt noch kein Zeugnis haben, weil zum Beispiel noch Noten ausstehen. Und es gibt keinen NC, das heißt, es gibt keinen festgeschriebenen NC in dem Sinne von, wenn Sie schlechter sind als und so weiter, können Sie nicht zugelassen werden, sondern einzig und allein die Anzahl der Studierendenplätze entscheidet. Ja, das heißt also, die Bewerber kommen rein, jeder von denen hat eine Durchschnittsnote, dann nach dieser Durchschnittsnote wird eine Rangliste erstellt, die besseren Durchschnittsnoten stehen oben, die schlechteren Durchschnittsnoten stehen unten. Und dann werden quasi die ersten im Allgemeinen, weil wir wissen, dass auch ein paar Leute zwar zugelassen werden, aber dann sich nicht immatrikulieren, lassen wir so circa 50 Studierende zu von diesen knapp 100, die sich da bewerben. Und von diesen 50 Studierenden gehen da natürlich nicht, kommen nicht alle, immatrikulieren sich nicht, sondern dann halt nur, wie gesagt, die 30. Und der Notendurchschnitt, der sich in diesen, zum Beispiel aus der Erfahrung heraus, aus diesen ersten 50 ergibt, der ist im letzten Semester gewesen 2,1. Dann haben wir nochmal, weil hat die Hochschule gesagt, sie starten nochmal Nachrückverfahren aufgrund des hohen Ansturms in der vergangenen Bewerbungsphase. Und in diesem Nachrückverfahren werden dann nochmal mehr als diese 50 zugelassen und dann ist der Notendurchschnitt bis 2,6, glaube ich, gegangen. Ne? Also das geht. Im Wintersemester, beziehungsweise, sorry, im Sommersemester, für Bewerbung im Sommersemester, das heißt also quasi für das Bewerbungsfristende dann zum Mitte Januar, da ist der Notendurchschnitt aus der Erfahrung heraus ein bisschen anders, weil sich die Leute, die sich da bewerben, auch anders zusammensetzen. Gibt es also einen saisonalen Unterschied. Und da ist der Notendurchschnitt im letzten Sommersemester 2, was war es? Ich glaube 2,4 gewesen. Also im Allgemeinen ist es so, dass wenn Sie sich zum Sommersemester bewerben, da sehen wir so ein bisschen weniger Bewerber aufgrund dieser saisonalen Schwankung. Und da ist der Notendurchschnitt im Allgemeinen, das ist nur ein Erfahrungswert, ist der im Allgemeinen niedriger, also im Sinne von, Sie haben eine einfachere Schwelle, in das Studienprogramm reinzukommen, als wenn Sie sich zum Wintersemester bewerben. Aber das ist alles, was ich hier nur sage, sind eigentlich nur Erfahrungswerte. Denn wenn Sie jetzt zum Beispiel im nächsten Semester 50 Leute bewerben, die alle Notendurchschnitt von 1,0 haben, ne, machen wir mal dieses sehr extreme Beispiel, dann kann natürlich niemand zugelassen werden, der Notendurchschnitt von 1,1 und schlechter hat. Das bestimmt sich anhand der Zulassungsgrenze hier in dem Fall. Aber die Erfahrung sagt, also dass es irgendwo zwischen 2 und 2,5, 2,6 herumschwankt. Ne? Mit ein paar kleinen Ausnahmen durch Sondersituationen wie Nachrückverfahren oder Ähnlichem, die dann nochmal den Notendurchschnitt nochmal ein bisschen weiter nach unten drücken. Aber bisher ist, glaube ich, niemand am Notendurchschnitt bei uns gescheitert, sondern ich glaube, der eigentliche Grund, der recht selten auftritt, wo Leute scheitern, ist eigentlich eher, dass ein englischer Sprachnachweis nicht ausreichend ist. Ach so, das sollte ich vielleicht noch erwähnen, dann fällt mir jetzt gerade ein. Sie brauchen einen englischen Sprachnachweis nach B2. Das haben Sie für gewöhnlich, wenn Sie ein Abitur haben. Wenn Sie ein Abitur haben, dann haben Sie automatisch diesen Sprachnachweis, müssen Sie nichts machen. Wenn Sie englische Vorlesungen hatten und Prüfungsleistungen in Ihrem Bachelorstudium, dann haben Sie diesen Sprachnachweis übrigens auch. Also das ist jetzt kein spezielles Zertifikat, sondern das ist einfach der Nachweis, dass Sie englischsprachigen Vorlesungen, die es zum Teil in unserem Studium gibt, auch folgen können und halt entsprechende Prüfungsleistung daran ablegen können. Das ist eine formale Hürde, die muss man einfach überspringen. Das ist für die meisten Studierenden bei uns kein Problem, weil sie entweder
Vorlesungen schon gehört haben, die englischsprachig waren, oder halt ein Abitur haben, was automatisch als Sprachnachweis zählt. Oder sie sind Native Speaker, das kann natürlich auch sein, ne? Dann ist das ja alles hinfällig, dann funktioniert das genauso. Ja. Aber das ist noch so eine zweite formale Hürde. Wenn die Leute mal bei uns drin sind, da gibt es, habe ich noch nie ein Feedback gehört, was da lautete, dass man einer englischsprachigen Vorlesung und Prüfungsleistung nicht folgen kann. Also hat man mal diese formale Hürde überwunden, dann ist es kein Problem, auch an englischsprachigen Vorlesungen bei uns teilzunehmen. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sind auch schon ein bisschen über die Zeit. Gutes Zeichen entweder dafür, dass ich entweder zu lange rede oder umgekehrt, dass Sie viele interessante Fragen stellen, die wir natürlich gerne beantworten wollen. Falls Ihnen weitere Fragen noch einfallen, dann entweder per E-Mail oder Sie begrüßen uns wieder dann heute Nachmittag um 14 Uhr, werden wir diese Vorstellung hier nochmal durchführen. Falls da also noch Fragen bei Ihnen aufkommen oder Sie nochmal die ein oder andere Frage auch an einen von unseren Studierenden stellen wollen, dann kommen Sie doch einfach nochmal um 14 Uhr in die Session rein. Oder falls Sie mal sehen wollen, wie das HZ tatsächlich von innen ausschaut, dann hier nochmal der Hinweis, 24.11. 18 Uhr, ebenfalls Zoom-Session, live gestreamt aus dem HZ von Studierenden mit Professoren, wird da nochmal die verschiedenen Programme, die es da gibt, vorgestellt. Alles klar, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit hier. Toll, dass Sie dabei waren und ich hoffe, dass wir uns dann zum Studienbeginn auch wiedersehen werden, dass Sie jetzt Blut geleckt haben und sich bei uns bewerben. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Passen Sie auf sich auf. Ich will Sie alle zum Studienbeginn wiedersehen. Ne? Machen Sie es gut. Bis dahin. Ciao.